Da sind wir wieder zurück bei Let's Play Mario Land. Und ich habe mich nochmal informiert, auch durch einen Kommentar, den ich bekommen habe. Der war ja noch ein Trick. Also es gab nur bei diesem dritten Level noch oben einen geheimen Ausgang. Und zwar, wie wir jetzt sehen, ist die Flut gestiegen. Das heißt, ich kann es überhaupt jetzt erst machen. Und jetzt kann ich nochmal in Level 3. Und dieser Kreis heißt wahrscheinlich Geheimlevel. Schließe ich jetzt mal draus. Dieser Kreis in diesem Kreis bedeutet Geheimlevel, nehme ich an. Denn mittlerweile ist die Flut gestiegen, also das Wasser gestiegen, und in diesem Level ist das Wasser jetzt sehr weit oben. Ne? Wo ich vorhin noch war, wo ich vorhin noch laufen musste, kann ich jetzt schwimmen. Auch die Musik hat sich geändert. Ja, und hier ist ein geheimer Ausgang. Guckt euch das an. Also, sonst weiß ich auch nicht, wie es weitergeht, aber irgendwo ist hier was Geheimes. Ich nehme an, dass ich einen Schlüssel brauche. Höhö, ist er ja schon. Mario. Dann füttern wir den Kollegen mal mit dem Schlüsselchen. Oh, das war schlecht. Na komm. Haha. Klick, klick. Wo geht's hin? Oh, geheim, geheim. Ah, das ist der erste Schatz. Logo. Wie kann ich den öffnen? So. Ah, so. Ah, ein Füllhorn. Genau. Diese Schätze sind versteckt und genau. Die geben am Schluss bei der Endabrechnung auch nochmal jede Menge Münzen. Und diese ganzen Gesamtmünzen, die muss ich diesem Flaschengeist bezahlen, damit er irgendwas Gutes für mich tut. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Die Musik ist schön, finde ich. Und hier war, glaube ich, bin ich sicher, aber ich glaube, das war das Level, wo auch dieser versteckte Ausgang war. Kann sein, dass ich mich jetzt täusche. Was ist hier? Keine Ahnung. Ich bin nicht sicher. Aber ich glaube, das war dieses Level, wo man vor dem Ziel nach oben schwimmen konnte. Brauche ich nicht. Oh, das ist ja doof. So, bevor es mit Mount Teapot weitergeht, das wollte ich auf jeden Fall nochmal klären. Ah, ich glaube, das war die Stelle. Genau, das war das Level. Also man muss erstmal die gesamte erste Welt abschließen, damit das Wasser steigt. Und dann kann man das nochmal machen und hier nach oben gehen. Aha. Und auch den Schatz finden. So, das ist jetzt hier alternative Ausgang. Mal sehen, wo er uns hinführt. Ratatatata. Ja, Mario, überhaupt. Viel Münzen habe ich eh nicht. Also ganz unbefangen, kommt eh wieder ein Gewicht raus. Oh, Geld! Nein, Jackpot. Immerhin. 40. Wer es nicht glaubt, der irrt sich. Ich habe eh wieder Pech. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Ich trinke jetzt nochmal einen Schluck Glühwein. Ja, ich habe heute auch wieder Glühwein neben mir stehen. Denn morgen ist Heiligabend und dann eben nicht. Morgen ist Heiligabend und es wurden ja schlappe 30 cm Neuschnee gemeldet. Und ich. Ja, hier drin natürlich nicht, aber draußen. Und ja, man soll immer kein Risiko eingehen und sich warm halten. Deswegen trinke ich Glühwein. So, war das jetzt logisch? Nein. Egal. Ah ja. Guckt, guckt, guckt. Da ist das Bonuslevel. Kurs Nummer 6. Aha. Das ist das Geheimlevel. Mal sehen, was es hier so Hübsches gibt. Aha, was passiert hier? I don't know. Ah, die hätten mir jetzt Münzen gebracht. Oh, aber viel sogar. Nicht schlecht. 11 Münzen.
Kommt der noch mal? Okay, meine Münzen. Jawohl, jetzt machen wir mal richtig Penunze hier. Weggerannt. Aber vielleicht kommt er ja noch mal. Herr Tote. Ah, blöde Dinger da oben. Komm her. Schon wieder. Komm her. Jetzt lohnt sich das hier mal. Zack. 100 Münzen. 10 muss ich wieder ausgeben, um diesen Totenkopf da zu bezahlen. Aber hübsch das kleines Bonuslevelchen. Ja, mach hin. So. Da schauen wir jetzt mal ein bisschen Glück. Oh, ich krieg die Mumps, krieg ich. Ich krieg auf der Stelle die Mumps. Jetzt nehme ich nochmal diesen Eimer. Stimmt wieder falsch. Jetzt nehme ich nochmal diesen Eimer. Bestimmt wieder falsch. Na haha, toll. Juhu, juhu, Leute. Das ist voll unfair jetzt, voll unsozial. Ach Gott, habe ich wenig Münzen. Aber ich nehme an, jetzt ist diese Welt auch mehr oder weniger geschafft. Hoffe ich doch. Falls nicht, schreibt's unten hin. Falls ich was übersehen habe, bin ich euch dankbar. Schreibt am besten auch noch, wie ich da hinkomme, weil ich habe keine Ahnung. Okay, Mount Teapot heißt die nächste Welt. Da waren wir ja schon. Jetzt geht's los. Kurs Nummer 7. So, wieder eine lustige. Oh! Aua! Ist ja hier eine Mine. Da komme ich jetzt nicht dran. Da brauche ich anscheinend diese Flammenwerferhut, Drachenhut oder wie das ist. Denn unter Wasser kann der Wario nicht rempeln. Ah, blöder Hund. Nein! Böse, böse, böse Mine. Ja, da wäre jetzt vielleicht ein Flammenwerferhut drin gewesen, aber... Oh, oh, Jackpot. Dieser blöde Igel hier, was auch immer. Sorry, ich war einen Moment unkonzentriert. Sollte man nicht machen. Nein! Ach Gott. Ist ja so ein Stress. Ich bin wieder so ein kleiner Stopsel. Hier was Besonderes? Ich nehme mal an, nein. Nope! Doch, Minzen. Minzen, Minzen, Minzen. Du, du. Du, 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 du. Na, ah, Wario, du machst mich. Ah, stimmt, das gab's ja auch noch hier. Der Jethut, der Flughut. Den habe ich total vergessen. Habe ich gar nicht mehr gewusst, dass es das auch noch gab. Dass er auch fliegen kann. So verlässt einen die Erinnerung im Laufe der Jahre. Jetzt kann man sogar die Steine... Ah, guck mal da. Ein kleiner Ausgang. So findet sich alles. So, den bezahle ich nicht. Ist mir zu teuer. Mhm. Was gibt's hier? Herz. Und... das war jetzt eigentlich doof. Ich hätte lieber den Flughut weiterhin gehabt. Ah, du bist schuld. Du... Oh Mann, ich habe heute einen schlechten Tag. Nicht gerade... ideal, um zu spielen. So, muss mal kurz was einstellen hier. Entschuldigung, da bin ich wieder. Weiter geht's. Doofkopf.
Nee, nur solche Wikinger-Dings. Ich hasse dich. Oh Mann, so unfair. Lecker. Entschuldigung, dass ich hier so stammle, aber ich weiß gerade gar nicht, wie mir geschieht. Ha, weg. Bringt mir trotzdem nicht. Ich komme hier nicht an dieses Ding dran. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas sehr Wichtiges drin ist oder nicht. Ist ja auch egal. Ah, nicht schon wieder dieser Saftarsch. Hopp. So, du hast mich eben gekillt, du Sack. So. Nö. So, da haben wir wieder den Jethut. Ah, Herzl. So. Jetzt gehe ich nochmal hin, aber ohne den Wikingerhelm, ohne oben einzusammeln. Vielleicht gibt es hier was Hübsches. Ja, es gab was Hübsches. Aber ich bin zu blöd und hab's verpasst. Mal sehen, ob hier auch noch was war. Nein, glaube nicht. Münzen. A paar Münzen. Better than nothing. Nerven mich ganz schön hier, diese blöden. Ah! Noch Fragen? Leute! So, jetzt kann ich natürlich die Steine auch nicht mehr zerstören. Und komm hier auch nicht rein und verpasse hier die schönsten Bonusse. Ist das der Plural von Bonus, Bonusse? Boni, Boni eigentlich, ne? Ach Mann, das ist doch dumm. Hier komme ich nirgends hin. Doofer Hund. Nee, das ging nicht. Das ging nicht. Und er läuft lahmarschig. Ach, daneben nicht. So, was war hier? Weiß ich auch nicht. Das war wieder eine absolute Pleite, dieses Level. Irgendwie, naja. Da würde jetzt nur noch passen, dass mir jetzt dreimal das Gewicht auf den Kopf fällt. Naja. Immerhin einmal. Versuchen wir es nochmal hier. Ey, war mir klar, natürlich. Ah, ich krieg die Krise. In solchen Situationen hätte ich früher einen Gameboy an die Wand gepfeffert. Oh, ist das arm. Oh, ist das arm. Ah, oh.